meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch den dritten und letzten Teil meines Adventskalendervergleichs zwischen dem Goodiebox Adventskalender und dem Brigitte Adventskalender. Die ersten beiden Teile habe ich euch schon gezeigt. Im ersten Teil die Türchen 1 bis 8, im zweiten Teil die Türchen 9 bis 16. Die beiden Videos kann ich euch gerne nochmal in der Infobox verlinken, falls ihr die nochmal sehen wollt. Und der Punktezwischenstand ist 33 Punkte für die Brigitte Box und 32 Punkte für die Goodie Box. Also einen Punkt Vorsprung für die Brigitte Box. Warum Punkte? Ich vergebe für jedes Türchen eine Punktzahl zwischen 0 und 3. 0 vergebe ich aber grundsätzlich eigentlich nichts, würde ich nur machen, wenn es ein absolutes Frühprodukt ist. Aber bislang habe ich noch nie die 0 vergeben. 3 Punkte ist die höchste Punktzahl, die ein Produkt an einem Tag erreichen kann, wenn es mich wirklich total von den Socken haut, ich es wirklich absolut toll finde. Und 1 Punkt ist halt dementsprechend, wenn ich es nicht toll finde. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Türchen 17 bis 24 so sein werden. Also fangen wir mal direkt an mit der 17. Bei der Brigitte Box relativ groß, aber leicht. Und bei der Goodie Box länglich auch sehr leicht. Machen wir mal die Goodie Box als erstes auf. Da haben wir von Gosh eine Wonder Volume Mascara. In 10 Milliliter, kommt aus Dänemark, in Schwarz. Das ist noch verschweißt. Das lasse ich auch verschweißt, weil ich nicht weiß, ob ich die behalten werde. Also Wonder Volume, grundsätzlich klingt das gut für mich, weil ich achte immer darauf, dass eine Mascara Volumen schenken soll. Weil das ist das, was ich am liebsten mag. Ja, eine Mascara finde ich gut. Also bekommt 2 Punkte, weil finde ich, ist ein solides Produkt, aber haut mich jetzt nicht von den Socken. Bei der Brigitte Box, oh nein, nein, haben wir den Fix in Rouge Blurring Primer. Satin Soft Ultra Prime in 30 Milliliter. Warum habe ich da jetzt gerade so reagiert? Weil ich den halt schon dreimal in der Glossybox November Box hatte, die ich immer wieder im Glossybox Sale erwische. Und ich habe den zwar in Anwendung, also das ist jetzt Variante Nummer 4, ja, die ich jemals bekommen habe. So, Variante Nummer 1 habe ich in Anwendung, aber ich brauche den halt nur sehr selten, weil ich eine trockene Haut habe und da brauche ich eher Primer, die Feuchtigkeit spenden. Und das hier, so Blurring, brauche ich halt maximal hier so dann auf der Nase oder in der T-Zone, aber es ist halt für mich nicht das richtige Produkt. Grundsätzlich ist es aber nicht schlecht. Ich schaue jetzt nochmal, was es eigentlich so verspricht. Ja genau, es soll Öl absorbieren und für eine matte Ausstrahlung sorgen. Das ist halt genau das, was ich maximal in der T-Zone brauche. Ach, das soll sogar gegen Pickel wirken. Interessant. Ach, und übrigens zu der Diskussion, ob dieses Datum hier oben das Verfallsdatum ist. Das kann es nicht sein. Ich glaube tatsächlich auch, dass das das Herstellungsdatum ist, weil hier steht drauf 17.07.22. Ja, also wäre das ein Verfallsdatum, dann wäre das ja schon abgelaufen. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Brigitte Box einen abgelaufenen Primer in ihren Adventskalender für Dezember 22 packt. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass das hier das Herstellungsdatum ist. Zumindest ist das ein Indikator dafür. So, dieser Primer wird aber definitiv in meine nächste Verlosung wandern, weil wie gesagt, ich habe den schon in Anwendung und das ist für meine Haut einfach nicht das Richtige. Deswegen bekommt das jetzt nur einen Punkt. Mir ist bewusst, dass das sehr teuer ist. Aber für mich ist es halt leider
kein geeignetes Produkt. So, das war Türchen Nummer 17. Dann machen wir weiter mit der 18. Die ist bei der Goodiebox sehr klein, bei der Brigittebox größer, aber leichter. Mache ich als erstes mal die Brigittebox auf. Oh nein, hier haben wir schon wieder so ein winzig kleines Typchen von QMS. Liquid Proteins Day and Night Lotion. Also wieder eine Creme für den Tag und für die Nacht. Steht wieder drauf, not for resale, nicht zum Weiterverkauf. Ja, und es ist halt wieder, das war das Türchen und das ist die Tube, ja. Oh, sorry, falsch rum, so rum. Ja, also das mir ist bewusst, dass das eine sehr teure Marke ist, wie schon gesagt. Aber es bekommt von mir wieder nur einen Punkt, weil ich das einfach zu klein finde. Ich finde es zu klein. Was kann man denn sagen, wenn man das aufgebraucht hat? Also ich kann da nie groß was zu den Cremes sagen, wenn ich nur so eine kleine Tube hatte. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, weil ich weiß, dass es eine teure Marke ist. Aber es ist für mich einfach... Ich will jetzt ja, zu wenig irgendwie, also ich würde mich halt an dem Tag, wo ich das auspacke, im Dezember dann nicht so darüber freuen. So, bei der Goodiebox haben wir ein Avant-Produkt. Also in der Brigittebox hatten wir schon eins, jetzt haben wir hier das entsprechende bei der Goodiebox. Sehr teuer, bestimmt wieder 100 Euro. 30 ml, ein 8-Hour Retexturing and Antioxidizing Hyaluronic Facial Serum. Also ein Hyaluronserum. Also bei der Brigittebox hatten wir auch ein Serum, aber ein Serum für die Nacht, also ein anderes. Und das soll man am Morgen und am Abend verwenden. Ja, also wie gesagt, Avant ist sehr teuer, es ist grundsätzlich auch gut, also alle Produkte, die ich von Avant bislang probiert habe, waren sehr gut. Aber es bekommt nur 2 Punkte, also keine 3, weil es halt für mich jetzt kein riesen Überraschungsprodukt ist. Weil wir es einfach halt schon wirklich häufig in Boxen und in Adventskalendern hatten. Aber es ist ein sehr hochwertiges Produkt, deswegen auch 2 Punkte. So, dann geht's weiter mit der Nummer 19. Sehr groß und auch, also bei der Goodiebox schwerer, aber sehr groß. Machen wir mal als erstes die Goodiebox auf. Da haben wir von Hiccup, die Marke sagt mir nichts, ein Toner, Mad Molecules Micellar Toner, 100% vegan für alle Hauttypen und das sind 150 ml. Also eine wirklich große Größe. Ein feuchtigkeitsspendendes und reinigendes Micellenwasser und Toner in einem. Okay. Reinigt sanft, beruhigt und hilft, das pH-Gleichgewicht der Haut wiederherzustellen. Morgens und abends als abschließenden Pflegeschritt verwenden. Befeuchten Sie ein Wattebett und streichen Sie damit über das Gesicht. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Wattepad sauber bleibt, nicht abspülen. Mit Serum und oder Feuchtigkeitscreme abschließen. Nicht abspülen. Also ich finde es sehr interessant, dass das Micellenwasser und Toner in einem ist. Das finde ich sehr interessant, weil Micellenwasser sollte man ja normalerweise abspülen, das hier jetzt nicht. Es ist für empfindliche Haut geeignet und es kommt aus Schweden. Okay, das finde ich interessant. Das finde ich wirklich interessant. So ein Kombinationsprodukt hatte ich auch noch. Naja, ich habe ja das von Karmameo, aber das wasche ich ab. Naja, schauen wir mal. So, und hier bei der Brigittebox haben wir eine Energy Boost Zahncreme mit Koffein, mit extra Wacheffekt. Und zum Schutz vor Karies, Plack, Zahnsteinverfärbungen und schlechtem Atem in 75 ml. Von der Marke Use.
haltbar bis Juli 23. Eine Anleitung dabei. Und so sieht die Tube aus. Ist wohl ein ja, so mintgrünes Produkt. Interessant. Er ist noch zugeschweißt. Ja, finde ich jetzt beides ziemlich interessante Produkte. Ja, ich würde sagen, die bekommen von mir beide zwei Punkte. Weil ich finde beides gut und beides interessant. Bin ich auch sehr gespannt, ob diese Zahncreme das wirklich wacher macht. Ich lasse es euch wissen in einem meiner nächsten Aufgebraucht-Videos. Bin ich sehr gespannt. Weiter geht's mit der 20. Die ist jetzt bei der Brigitte Box sehr klein. Und ja, bei der Goodie Box ein bisschen größer. Machen wir mal die Goodie Box als erstes auf. Da haben wir von Balance Me ein BHA Exfoliating Concentrate in 50 ml mit Salicylsäure. Ah, das muss man nicht abwaschen. Soll man drauf lassen. Soll Pickel reduzieren, gegen große Poren helfen, es soll Feuchtigkeit spenden. Okay, es hört sich gut an. 50 ml. Ist auch eine angemessene Größe. Ja, finde ich gut. Und in der Brigitte Box haben wir von Hygens auch ein Face Scrub. Also hier haben wir ja einen säurehaltigen Exfoliator und hier haben wir halt einen Scrub. Interessant. Okay. Er soll halt auch peelen. Ich vermute aber, dass das mit Partikeln ist. Eine Gommage ist doch normalerweise mit so ganz feinen... Ja, also das hier ist offen. Und ihr seht hier schon diese braunen Pünktchen im Produkt. Ja, interessant. Aber finde ich jetzt auch nicht schlecht. Hier habt ihr wie viel Gramm? 12 Milliliter. Ja, okay, das ist jetzt natürlich schon unterschieden. Also hier 50 Milliliter, hier 12. Ja, also da bekommt dann die Brigitte Box, ich würde sagen, einen Punkt. Weil es halt einfach von der Menge viel weniger ist. Und das Balance Me Produkt aus der Goodie Box bekommt 2 Punkte. Ist auch lustig, ne, dass in beiden Kalendern in Türchen Nummer 20 jeweils ein Peeling drin ist. Also ist der Tag 20 dann offensichtlich der Tag des Peelings. Weiter geht's mit der 21. Sehr leicht bei der Brigitte Box. Viel schwerer bei der Goodie Box. Obwohl das Türchen viel kleiner ist. Da machen wir jetzt mal als erstes die Brigitte Box auf. Da haben wir eine Mascara von Lavera Naturkosmetik mit pflanzlichem Keratin Endless Lashes Mascara. 13 ml. Haltbar bis Juni 24. Ja, Mascara finde ich gut. Finde ich ein solides Produkt. Weiß ich auch jetzt schon, dass das 2 Punkte bekommt. Das werde ich aber wahrscheinlich weitergeben und ich habe schon eine Idee an wen. Weil ich habe eine Freundin, die benutzt nur Naturkosmetik. Da werde ich sie mal fragen, ob sie die Mascara haben will. Okay, das war bei der Brigitte Box in der 21. Was haben wir bei der Goodie Box? Einen Glitzernagellack, Sarco Beauty Nail Polish, 12 ml. Oh, den finde ich aber wirklich schön. Also ich hoffe, dass dieser Glitzer so auf den Nägeln rüberkommt. Wenn dem so ist, dann wird mir das sehr gut gefallen. Ich habe ja auch heute einen Glitzerüberlack verwendet, also die Nägel in so einem rosa Metallic-Ton verwendet und dann Glitzerlack drüber. Also das mache ich sehr gerne. Und deswegen ist das tatsächlich was für mich.
Und wir hatten ja in dem Brigitte-Box-Kalender schon einen Nagellack, der mir aber halt leider nicht gefallen hat von der Farbe her. Der gefällt mir aber richtig gut. Ich bin so eine Glitzer-Elster. Also der bekommt von mir 3 Punkte, weil den finde ich wirklich schön. Ich hoffe echt, dass der auf den Nägeln so gut funktioniert, wie er aussieht. Schön, toll. Ganz toll, Goodie Box. Wirklich, wirklich schön. Weiter geht's mit der 22. Jetzt haben wir schon nur noch 3 Türchen. Jetzt machen wir mal die Goodie Box als erstes auf. Da haben wir eine Gesichtsmaske von Mask Me Up und ist für das Gesicht und den Hals interessant. Das finde ich jetzt mal gut. Also bei den Augenmasken und diesem Crememasken-Sachet von Luvos Heilerde habe ich ein bisschen gemeckert. Aber das finde ich jetzt cool, weil, wie gesagt, das ist nicht nur eine Tuchmaske fürs Gesicht, sondern geht auch über den Hals. Und sowas hatte ich noch nie. Also man soll es 20 Minuten einwirken lassen, soll Feuchtigkeit spenden mit Antioxidantien, mit Kokosnusssaft, Aloe Vera und Kuzu-Wurzel. Die Kuzu-Wurzel kenne ich jetzt nicht. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das bekommt von mir 2 Punkte. Das finde ich wirklich gut. Und was haben wir in dem Brigitte Box Adventskalender? Hier haben wir von I Want You Naked the Lovely revitalisierendes Gesichtsöl. Hydratisierend mit Bio-Hanfsamenöl und Chlorophyll. Okay, Chlorophyll ist doch dieser grüne Farbstoff aus den Pflanzen. Wenige Tropfen genügen, um deine Haut mit Feuchtigkeit und essentiellen Nährstoffen zu versorgen. Die Zellregeneration wird angeregt, deine Haut strahlt gesund und gepflegt für jeden Hauttyp. Sorgsam von Hand gefertigt. Oh, das ist aber nur 3 Monate haltbar nach Anbruch. Okay. Wie viel Milliliter sind das? 15 Milliliter. Ja, das finde ich tatsächlich auch gut. Es bekommt auch 2 Punkte. Weil Gesichtsöl verwende ich wirklich gerne im Gegensatz zu Körperöl. Am Körper mag ich das Gefühl nicht so gerne, wenn das so klebt und nicht einzieht. Aber im Gesicht mag ich Öl tatsächlich sehr gerne, was wahrscheinlich an meiner sehr trockenen Haut im Gesicht liegt. Doch, das finde ich auch gut. Ja, also die 22 und auch die 21. Ja, ich freue mich. Also ich hoffe jetzt, dass die 23 und die 24 mir auch so gut gefallen, weil dann ist es wirklich ein cooler Endspurt, was die Kalender hier liefern. Dann die 23. Sehr großes Türchen, aber sehr leicht. Auch großes Türchen und auch sehr leicht. Dann mache ich jetzt mal als erstes die Brigitte-Box auf. Ach nö. Okay, also wir haben hier noch ein Avant-Produkt. Das ist das Positive. Aber es ist das Lip Scrub von Avant. 10 Milliliter. Velvet Perfecting Rose Sugar Lip Scrub. Und das habe ich schon in Verwendung. Das hatte ich auch schon mal irgendwo in der Glossy Box. Und das mag ich leider nicht so gerne. Das schmeckt sehr süß. Und die Peeling-Partikel sind auch, finde ich, zu wenig. Aber ich weiß ganz genau, dass dieses Tübchen 65 € kostet, weil das habe ich mal nachgeschaut. Und da dachte ich mir, krass, dass man so viel für einen Lippenscrub verlangen kann. Das wird aber definitiv in meine Verlosungsbox wandern, weil, wie gesagt, das habe ich schon in Anwendung und es gefällt mir einfach nicht so gut. Apropos Verlosungsbox, wenn dir meine Videos gefallen, dann abonnier doch gerne meinen Kanal, denn wenn ich die 300 Abonnenten erreicht habe, dann gibt es auch wieder eine Verlosung. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig darüber, wenn mein Kanal wächst, obwohl er wirklich viel schneller wächst, als ich dachte. Das ist echt schön. Und in der Goodie Box in der 23 haben wir einen Waterproof Liquid Eyeliner Sandstone. Black and Bold. Kommt aus Dänemark. 1,7 Milliliter. Und das scheint mir ein
Dip-Eyeliner zu sein. Waterproof, hört sich aber natürlich gut an. Okay, das ist auch eine flexible Pinselspitze, habe ich gerade gemerkt beim Rausziehen aus der Verpackung. Finde ich gut. Werde ich ausprobieren, weil ich benutze wirklich viel Eyeliner jeden Tag. Die Pinselspitze gefällt mir auch, also finde ich gut. Dann bekommt das jetzt 3 Punkte in der Goodiebox. Und das Lip Scrub Simmer 4 bekommt 2 Punkte, weil es wirklich ein teures Avant-Produkt ist. Und dass es mir nicht so gefällt, das liegt vielleicht wirklich an mir. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, denen dieser süße Geschmack wirklich gut gefällt. Mir gefällt es halt nicht so gut. Also vor allen Dingen der Geschmack. Und Pflege hat es schon, finde ich. Also dieser Lippenscrub von Avant. Aber die Peeling-Wirkung ist mir halt zu wenig. Und den Geschmack mag ich nicht. Das sind meine 2 Probleme damit. So, und jetzt die 24. Ich bin so gespannt. Okay, das ist jetzt leider in beiden Türchen sehr leicht. Ich habe ein bisschen Angst. Was machen wir als erstes auf? Jetzt machen wir als erstes die Goodiebox auf. Da haben wir von Rodial Retinol Resurfacing Pads mit pinkem Diamant. Okay, also die sollen die Haut sichtbar verbessern, indem sie feine Linien reduzieren, Falten und Pigmentierung ja ebenfalls reduzieren. Okay. Also ich weiß, dass Rodial eine sehr teure Marke ist. Das hat man auch eher selten in Beautyboxen. Also ich hatte Rodial einmal in, ich glaube, der Look Fantastic Beauty Box, in diesem Osterei hatte ich, glaube ich, mal Rodial. Okay, also so sieht das aus. Es ist auch wirklich eine schöne Verpackung und das sind, wie ihr hier sehen könnt, so einzelne Pads. Soll man am Abend verwenden und über das trockene Gesicht mit dem Pad fahren und über den Hals nach der Reinigung. Ja, es ist noch zugeschweißt. Okay, also werde ich definitiv gerne verwenden. Bin ich sehr gespannt, wie das so ist. Das ist auch ein Produkt, das ich wirklich nicht kenne, noch nie hatte. 20 Pads. Ja, das wird einfach sehr teuer sein. Die Dose ist so schön in rosa. Ja, okay. Also finde ich gut. Finde ich wirklich gut als 24. Und was haben wir bei der Goodie Box? Nutralash Eyelash Formula. Das Serum für Ihre Wimpern. Ja, okay, das ist auch gut. Nutralash Eyelash Formula kann das höchstmögliche Potenzial Ihrer Wimpern an Länge, Dichte, Fülle und Flexibilität ausschöpfen. Einmal am Tag wie einen Eyeliner auftragen. Ein einziger Pinselstrich oberhalb der Haarbasis ist ausreichend. Für beide Augen reicht die Menge an Feuchtigkeit, die beim Herausziehen aus der Flasche am Pinsel haften bleibt. Warten Sie, bis die aufgetragene Flüssigkeit vollständig absorbiert bzw. getrocknet ist. Vor der Anwendung die Augen unbedingt reinigen, am besten mit einer milden Seife nur auf die trockene Haut auftragen. Ja, also Wimpernserum ist immer super teuer, aber hilft bei meinen Wimpern wirklich gut. Also ich benutze Wimpernserum und es hat meine Wimpern wirklich viel länger und dichter gemacht. So sieht das aus. Also auch eine wirklich schöne Verpackung. So nochmal richtig rum. Und es ist haltbar bis Juli 24. Okay, also ja, das ist auch wirklich ein tolles Produkt. Das wird auch sehr teuer sein. Und hier ist noch dabei exklusives Gewinnspiel. Gewinne zweimal ein Wochenende auf Usedom für 2 Personen. Forsthaus Damerow. Das Hotel Forsthaus Damerow auf der Insel Usedom bietet Ruhe und Entspannung im Tau, Wellnessbereich, Schwimmbad und Sauna sowie ein vielfältiges Aktivangebot. Kajaksafaris, Radtouren, Bogenschießen.
Die Teilnahme an diesem exklusiven Gewinnspiel ist nur Käufern des Brigitte Box Premium Adventskalenders gestattet. Die Teilnahme ist bis zum 31.12. möglich. Okay, das finde ich auch ganz cool. Also ist ja zusätzlich zu dem Wimpernserum drin, ja? Also finde ich wirklich schön. Okay, also finde ich tatsächlich beide Türchen am 24.12. sehr gut und deswegen bekommen sie auch beide 3 Punkte. Und es hat mich sehr gefreut, dass das neue Produkte waren. Also Produkte, die ich jetzt vorher noch nicht kannte und noch nicht in einem anderen Adventskalender hatte. Das finde ich wirklich ganz toll. Es ist natürlich jetzt ja Luxus, weil wer kauft so viele Adventskalender wie ich, weil ich so verrückt nach Beauty bin. Aber wirklich tolle Türchen, was die 24 betrifft. Wirklich tolle Produkte. Gut, dann zähle ich jetzt wieder die Punkte zusammen. Also die Brigitte Box hat bei den Türchen 17 bis 24 14 Punkte erreicht. Okay, das ist weniger als in den 2 Videos davor. Also bei den Türchen 1 bis 8 hatte die Brigitte Box 17 Punkte, bei den Türchen 9 bis 16 16 Punkte und bei 17 bis 24 14 Punkte. Okay. Und insgesamt sind wir dann bei 47 Punkten, die Brigitte Box mit ihrem Adventskalender bei mir erreicht hat. Gut, bei der Goodie Box. Okay, die Goodie Box hat bei den Türchen 17 bis 24 19 Punkte erreicht. Also 5 Punkte mehr als die Brigitte Box bei den Türchen 17 bis 24. Und das ist jetzt natürlich schon ein großer Unterschied. Die Goodie Box hatte bei den Türchen 1 bis 8 17 Punkte, bei den Türchen 9 bis 16 15 Punkte und jetzt bei 17 bis 24 19 Punkte. Und damit hat die Goodie Box insgesamt 51 Punkte erreicht. Okay, und damit hat die Goodie Box meinen Adventskalender-Vergleich gewonnen und zwar mit 51 Punkten zu 47 Punkten, die Brigitte Box erreicht hat. Gefühlsmäßig war der Abstand für mich nicht so groß, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich mache das mit den Punkten ja, damit ich selber für mich am Ende einen Vergleich habe. Grundsätzlich finde ich beide Kalender gut. Man muss auch berücksichtigen, dass der Brigitte Box Kalender wirklich nochmal günstiger ist als der Goodie Box Adventskalender. Deswegen finde ich, kann ich beide empfehlen. Ich fand beide schön. Die haben beide ihre Schwächen, aber auch beide wirklich tolle Produkte. Vom Design her finde ich den Brigitte Box Adventskalender wirklich schöner. Ich baue ihn jetzt noch mal kurz zusammen. Also so sieht der Brigitte Box Adventskalender aus. Das Design ist wirklich toll und das ist für mich vom Design der schönste Adventskalender des Jahres. Den Glossybox Adventskalender fand ich auch sehr schön vom Design her und den The Bayernkopf. Aber vom Design her finde ich den Brigitte Box am besten. Der Goodie Box Adventskalender vom Design her ist auch eine schöne Farbe. Das ist halt Geschmackssache, würde ich sagen. Also mir gefällt halt dieses Marmor-Design von dem Brigitte Box Adventskalender besser. Aber es ist jetzt auch schön, also für Leute, die grün mögen, ist der Goodie Box Adventskalender auch schön. Final, wie gesagt, ich fand beide Kalender schön. Ich habe da jetzt nichts auszusetzen. Gefühlstechnisch fand ich nach wie vor dieses Jahr den Glossy Box Adventskalender und den The Bayernkopf Adventskalender am besten. Also das sind die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind. Aber es kommt wirklich immer darauf an, was man halt für Produkte haben möchte. Vom Make-up her, wenn man reinen Make-up-Adventskalender haben möchte, war es für mich der L'Oreal-Adventskalender, den ich auch schon gezeigt habe. Wenn man jetzt zum Beispiel rein Badeprodukte will, fand ich auch den Kneipp-Adventskalender wirklich toll. Also, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch an, was die Adventskalender für Produkte haben. Überlegt euch, was ihr für Produkte haben möchtet. Und dann sucht euch den aus, der am besten zu euch passt.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal, darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Schreib mir einen lieben Kommentar. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.